Ich bin die Nummer 1. Huch! Freddy Fowley liegt weit in Führung. Nur ein Wunder kann diese liebenswerten, reizenden Kinder noch retten. Auf Freddy Fowley wirkt müde, aber er liegt nach wie vor vorn. Und wir können noch nicht mal was dagegen machen, Fun. Doch, das können wir. Wir geben Spartacus einfach einen richtigen Apfel. Ja. Er gibt ihm dann seine Energie zurück. Und ich weiß auch, wo ich einen herkriege. Schnell, dann hol ihn. Runde liegt Freddy Faulig weiterhin in Führung. Ich brauche unbedingt den Apfel. Hilfe! Hey, ich hab ihn! Los, Diggy, Beeilung! Ja, los, ja, mach ja. Stefanie, fang ihn! Hey, was ist passiert? Der andere Apfel war irgendwie faulig. Ach, wirklich? Ja, so faulig wie Freddy. Mhm. Ich danke euch vielmals. Und nun zurück ins Rennen. Los, Spartacus! Ja, los, ja. Meini, du schaffst das. Spartacus ist wieder im Rennen. Das ist meiner! Gib ihn Spartacus, Meini! Nichts da, ich gebe ihn nicht her. Hör mal, ich bin in deinem Team. In meinem Team? Ja. Na gut. Aber versprich mir, dass du ihn mir wiedergibst. Ist versprochen. Okay. Los, renn, Spartacus! Renn! Schneller! Freddy ist nun auf seiner dritten Runde. Guckt euch das an. Er rennt 22,7 Mal schneller als Freddy. Abgefahren. Hier kommt unser Superheld Spartacus. Er fliegt dahin wie der Wind. Das Skateboard! Hier ist es schon! Holt ihr ihn noch ein? Ja. Ich kann gar nichts sehen, Herr Bürgermeister. Und er schwingt sich durch die Lüfte. Hier kommt unser Held Spartacus! Geschafft! Ja, aber das wusste ich ja von Anfang an. Nun spricht zu Ihnen Bürgermeister Mainzgut. Ach Gottchen, ach Gottchen, danke, Senator Senf dazu. Hiermit überreiche ich euch diesen Pokal für unsere Champions des Sporttages. Bravo, bravo, bravo. Und was noch besser ist, Spartacus bleibt bei uns in Lazytown. Und zwar für immer. Ja!